Ich möchte 36 mal 27 multiplizieren, also zwei zweistellige Zahlen miteinander. Dazu schaue ich mir mal die 27 hier an. Die besteht ja aus 20 plus 7 und die 20 ist eine 2, die an der Zehnerstelle steht und die 7, die an der Einserstelle steht. Ich fange jetzt mit dieser 2 hier an und multipliziere die einfach mit der 36. Geht also so los. Ich rechne 6 mal 2, das ergibt 12. Die 2 schreibe ich als erstes hin und die 1, die merke ich mir. Dann rechne ich 2 mal 3, das ergibt 6 und die 1, die ich dann noch übertrage, ergibt 7. Steht hier eine 72. Als nächstes nehme ich mir nur die eine Stelle vor. Das ist die 7. Und dann mache ich das gleiche wieder mit den 36. Also ich rechne im Prinzip, ja, 36 mal 7. 7 mal 6, du weißt das dem Kleinen 1 mal 1, das ist 42. Die 2 steht an der einer Stelle. Und die 4, die merke ich mir wieder, weil die übertrage ich dann. Und 7 mal 3 ergibt 21. Plus die 4, die ich hier noch übertrage, ergibt 25. Jetzt weiß ich, dass 7 mal 36 oder 36 mal 7 252 ist. Und jetzt addiere ich einfach die Zahlen und ich denke mir hier noch eine 0 dazu. Das ist aber nicht so wichtig. Aber was repräsentiert es eigentlich? Ich muss ja eigentlich hier 36 mal 20 rechnen. Und du weißt vielleicht schon, dass 36 mal 2 72 ist, aber 36 mal 20 ergibt eben 720. Aber die 0, die denke ich mir nur. Und jetzt addiere ich die beiden Zahlen. 0 plus 2 ergibt 2. 2 plus 5 ergibt 7. Und 7 plus 2 ergibt 9. Und das Ergebnis von 36 mal 72 ist 972 und wir sind fertig.